Ah ja, jetzt sind wir auf Sendung, habe ich gerade gesehen. Und es freut mich sehr, dass wir heute ein hochinteressantes Thema auf der Tagesordnung haben, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich freue mich sehr, dass ihr dazugestoßen seid, denn es ist eine Diskussion um das Thema der Rote Riese, ein Albtraum Chinas Sozialpolitik. Also ein Fragezeichen, das wir haben, das beantwortet werden soll. Aber bevor ich anfange, stelle ich mich auch selber noch einmal vor. Ich bin Europaabgeordnete der SPD aus Baden-Württemberg und habe das ganz große Glück, Vizepräsidentin der Delegation zu den Beziehungen zur Volksrepublik China zu sein. Eine sehr schöne, sehr richtige, sehr wichtige Aufgabe, auch keine ganz einfache, muss ich auch immer wieder feststellen. Denn die Gespräche mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus China sind auch nicht mal ganz einfach. Aber ich will jetzt heute nicht über Menschenrechte, Bürgerrechte reden, das ist ein anderes Thema, sondern ich denke, es ist immer wieder ganz wichtig, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, wie sieht es denn eigentlich in so einem Land denn tatsächlich aus? Wie ist das Leben da? Wie sind die sozialen Bedingungen? Welche Fragen stellen sich die Bürger und Bürgerinnen selber in China? Das sind Fragen, die sind auch wichtig sind, damit wir besser verstehen, wie China funktioniert und wie wir mit China auch umgehen können oder sollten in der Europäischen Union. Die Videokonferenz, die wir haben, findet auf zwei Plattformen gleichzeitig statt. Über Zoom sind wir zusammengeschaltet, aber auch über meine Facebook-Seite. Und es gibt die Möglichkeit für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sich zu beteiligen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dieses zu tun, indem sie im Chat ihre Anmerkungen, Fragen, Verständnisfragen oder auch Kommentare abgeben. Mein Mitarbeiter, Herr Beresheim, wird sich gelegentlich einschalten, um für Sie als Ihr Vertreter, als euer Vertreter auch hier mit hereinzukommen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ja, die Volksrepublik China hat über die letzten Jahrzehnte ein rasantes Wirtschaftswachstum, ist die zweitgrößte Volkswirtschaft weltweit aufgestiegen. Als ich noch vor 5 Jahren in der Delegation war, hieß es noch, China sieht sich selber als Entwicklungsland. Ich glaube, das ist obsolet, das ist nicht mehr der Fall. Der Präsident Xi Jinping hat auch mal gesagt, er möchte dafür sorgen, dass die Armut spätestens im Jahr 2020, also in diesem Jahr, die Armut der Bevölkerung in China aufgehoben sein soll. Ja, ein hehres Ziel, ein gutes Ziel. Mal sehen, ob dieses auch wirklich so ist. Der gesellschaftliche Wandel schafft allerdings auch neue Probleme. Und dann kommt wegen der Ein-Kind-Politik zum Beispiel eine Überalterung der Gesellschaft in China. Und Covid-19 hat auch gezeigt, dass es auch Gesundheitsprobleme gibt in China. Und da wird es auch ganz wichtig zu sein, wo sind die Schwächen, wo sind aber auch die Stärken der chinesischen Politik in diesen Bereichen. Aber ich will jetzt diese ganzen Fragen nicht vorab beantworten, sondern da habe ich zwei Spezialisten, einen Spezialisten und eine Spezialistin. Und ich freue mich außerordentlich, dass ich ins Gespräch kommen darf mit Herrn Müller. Herr Müller ist Postdoctoral Researcher, um es genau zu sein, an der Jakobs-Universität Bremen, wo er in dem Teilprojekt Entwicklungsdynamiken chinesischer Sozialpolitik arbeitet, also ein absoluter Fachmann in diesen Fragen. Davor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Georg-August-Universität Göttingen und seine Forschungsschwerpunkte sind Sozialschutz und Gesundheitssysteme sowie Berufsausbildung und Migration in der Volksrepublik China. Er wird uns allgemein erklären können, wie das chinesische Sozialmodell funktioniert und sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Meine zweite Gesprächspartnerin ist Frau Tamara Antoni. Sie ist deutsche Fernsehjournalistin, seit 2014 Fernsehkorrespondentin der ARD. Und leitet seit Juli 2019
das RRD-Studio in Beijing, wo wir Sie jetzt auch hier begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Übrigens zu Ihrer Information und zu eurer Information, jetzt in Beijing ist es 20.30 Uhr, also nicht mitten in der Nacht, aber Frau Anthony ist bereit, uns ihren Abend zu schenken. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Sie war davor Redakteurin im ARD-Politikmagazin Panorama und hat ein Programmvolontariat im Norddeutschen Rundfunk absolviert. Sie verfolgt und berichtet über die Entwicklungen vor Ort seit dem Ausbruch der Pandemie, wie beispielsweise in der Weltspiegel-Reportage China, die Folgen des Virus vom 6. Juni 2020. Ich habe das gesehen und es ist ja in der Mediathek, denke ich, auch noch zu sehen. Ich kann es nur empfehlen, sich dieses anzuschauen. Frau Anthony wird uns dank ihrer Eindrücke vor Ort eine Einschätzung geben können, inwiefern sich die Sozialpolitik Chinas in der jüngeren Vergangenheit bewährt hat. So, sehr verehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ich werde es jetzt so tun, dass Herr Müller kurz eine Präsentation der Situation in China machen wird. Danach, wenn Sie Nachfragen haben, etwas nicht richtig verstanden haben oder noch genauer wissen möchten, werde ich Herrn Beresheim das Wort geben, damit er Ihr Relais sein kann, um da die Nachfragen zu stellen. Danach werde ich Frau Anthony das Wort geben für ihre Präsentation und genauso auch danach Nachfragen, Verständnisfragen auch von Herrn Beresheim einbringen lassen. Und danach werden wir einfach im Dialog sein zwischen Herrn Müller und Frau Anthony, aber auch mit euch, die ihr euch hier beteiligt an dieses Gespräch. Ich habe natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet, aber es ist mir auch ganz wichtig, dass auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich auch einbringen können, um dieses Gespräch zu führen. Nun, dann eben zunächst einmal, Herr Müller, was haben Sie uns zu der Sozialpolitik und der sozialen Situation in China denn eigentlich so alles zu erzählen? Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, ich versuche mal meine Präsentation zu teilen. Ich hoffe dann auch die PowerPoint. Der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Ah. Gut. Herr Beresheim, könnten Sie das aktivieren vielleicht? Ja, ich gucke mal kurz, wie das geht. Aha. Ob das geht. Ja, das sind die technischen Fragen, die immer wieder geklärt werden müssen. Ich hoffe, dass ihr da nicht ungeduldig werdet, aber es ist natürlich schön, wenn es eine Präsentation gibt, dass wir diese auch sehen können. Das wäre eine gute Sache. Sollte jetzt eigentlich gehen? Ja. Genau. Sie sollten. Wunderbar, super, sehr schön. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung. Titel des Vortrags ist die soziale Sicherung in der VS China und die Folgen von Covid-19. Und da das Thema immer noch sehr breit ist, lege ich den Schwerpunkt auf die Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosenversicherung, weil das zurzeit, soweit ich das einschätzen kann, das brennendste Thema ist, sozialpolitisch gesehen. Ja, die Argumente lassen sich in vier Kernpunkten zusammenfassen. Erstens, in China gibt es ein Zweiklassensystem der sozialen Sicherung mit problematischen öffentlichen Gütern, zu denen auch die Seuchenkontrolle zählt. Und man kann sagen, dass die Beschäftigten im formalen Sektor einigermaßen gut abgesichert sind, während im informellen Sektor und in der Landwirtschaft es nur eine teilweise Absicherung sozialer Risiken gibt. Als Faustregel gilt daher, je tiefer der soziale Status, desto geringer die soziale Absicherung und desto härter die Auswirkungen der Krise. Drittens kann man sagen, dass China ein Modell einer aktiven Arbeitslosenversicherung verfolgt. Das bedeutet, dass der Großteil der Ausgaben der Arbeitslosenversicherung für Prävention und für beschäftigungsfördernde Maßnahmen getätigt wird, während der Einkommensersatz eher eine, wenn auch sehr gewichtige, aber eine Nebenrolle spielt.
Und viertens, um etwas allgemeiner auf den Zusammenhang von Autoritarismus und Herrschaftslegitimation einzugehen, kann man sagen, dass der Autoritarismus in China zurzeit vom Stabilitätsgarant zum Risiko sich entwickelt. Und ich werde darauf noch ein bisschen im Detail eingehen am Ende der Präsentation. Ja, die soziale Sicherung in der VR China funktioniert so ein bisschen wie die Deutsche Bahn. Es gibt eine erste Klasse und eine zweite Klasse. In der ersten Klasse fahren die Beschäftigten im formalen Sektor und die urbane Mittelschicht. Hier gibt es mittlerweile nur mehr vier große Sozialversicherungen, die einen kontinuierlich wachsenden Anteil der Bevölkerung abdecken und eine mittlere bis hohe Generosität haben. Also wenn man zum Beispiel aus diesem System eine Rente bezieht, kann man davon im Alter ganz gut leben, wenn man zum Beispiel noch eine Eigentumswohnung oder ein eigenes Haus hat. Also das stellt dann eine eigenständige Lebensgrundlage dar. In der zweiten Klasse fahren die Beschäftigten im informellen Sektor. Das sind zum Beispiel kleine Selbstständige, die Geschäfte haben oder auch viele Wanderarbeiter und die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Hier gibt es nur zwei Bürgerversicherungen für Gesundheit und für Rente. Und die ländliche Bevölkerung hat noch zusätzlich ein Recht auf kollektiven Ackerboden, der ein gewisses Maß an Subsistenzwirtschaft erlaubt. Und hier ist die Generosität allgemein gering bis mittel. Das heißt, wenn man aus diesem System eine Rente bekommt, dann reicht das definitiv nicht zum Überleben, sondern es ist eher eine Art Subvention, um die Familien zu unterstützen, die immer noch die primäre Funktion bei der Betreuung der Älteren übernehmen. Ja, dann gibt es für beide Gruppen diverse Sozialhilfesysteme und öffentliche Güter, wozu, wie gesagt, auch die Seuchenkontrolle zählt. Und die Faustregel gilt, je tiefer der soziale Status, desto geringer die Absicherung und desto härter sind auch im Moment die Auswirkungen der Krise. Ja, diese Grafik illustriert die Abdeckung der Sozialversicherung in der VR China in den Jahren 2017 und 2018. Wobei die Zahlen für die Wanderarbeiter aus dem Jahr 2017 sind, da gibt es zurzeit noch keine neueren. Und ja, die X-Achse zeigt die Zahl der Versicherten in Millionen. Und weil die bei 1,4 Milliarden gedeckelt ist, was in etwa der Bevölkerung der VR China entspricht, repräsentieren die Balken auch in etwa den prozentualen Anteil der Versicherten an der Gesamtbevölkerung. Und ja, ganz grob sehen wir, dass es bei der Renten- und bei der Kranken- und Mutterschaftsversicherung, die wurden in den letzten Jahren integriert, gibt es zwei Versicherungen und die decken jeweils den Großteil der Bevölkerung ab. Bei der Krankenversicherung ist es eine fast vollständige Abdeckung mittlerweile. Während die Arbeitsunfallversicherung und die Arbeitslosenversicherung existieren nur im formalen Sektor, bei den städtischen Angestellten überwiegend und da ist auch nur eine kleinere Zahl an Menschen versichert. Und für die Wanderarbeiter können wir sagen, dass jeweils circa ungefähr mit gewissen Schwankungen 20% der Wanderarbeiter in den Sicherungen für den formalen Sektor drin sind. Das sind dann meistens die etwas erfolgreicheren, die sich schon in den Städten mehr oder weniger dauerhaft niedergelassen haben, aber noch nicht formal städtische Bürger geworden sind. Und der Großteil der Wanderarbeiter ist tendenziell eher im informellen Sektor beschäftigt. Die wechseln sehr häufig die Arbeit. Und bei der Krankenversicherung kann man das als einziger in etwa rekonstruieren. Deswegen habe ich da auch den Anteil, der in der Bürgerversicherung versichert ist, mit hinzugenommen, weil die quasi fast alle Menschen abdeckt. Da kann man in etwa drauf schließen, wie viele auch in der Krankenversicherung sind. Das ist bei der Rentenversicherung nicht so einfach, weil da einfach noch zu viele Leute keine Versicherung haben. Und da weiß man nicht, ob der Anteil bei den Wanderarbeitern jetzt höher oder niedriger ist. Ja, die Arbeitslosenversicherung ist mit 197 Millionen Versicherten die kleinste der Versicherungszweige. Und hier sind insgesamt, also der Anteil der Wanderarbeiter, die eine Arbeitslosenversicherung haben, ist 17%. Das ist relativ wenig. Insgesamt sind aber 25% der Versicherten in der Arbeitslosenversicherung Wanderarbeiter. Und das ist interessant, weil sehr viele Wanderarbeiter eigentlich nur so 10 oder 11 Monate im Jahr arbeiten und dann zurück aufs Land kehren für das jährliche Frühlingsfest. Und die Mindestbeitragszahlungsdauer für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld ist aber 12 Monate. Das heißt, es gibt so eine regulatorische Möglichkeit, dass da einige derer, die einzahlen, eigentlich gar keinen Anspruch aufs Arbeitslosengeld haben.
Das weiß man aber auch nicht so genau, wie viele das eigentlich sind, weil, wie gesagt, die wirklich in der formalen Sicherung sind, die sind meistens schon etwas besser situiert und da bleiben dann wahrscheinlich auch mehrere oder relativ viele auch über das Frühlingsfest in den Städten. Aber so ganz genau weiß man es nicht. Ja, die chinesische Arbeitslosenversicherung kann man ganz gut als eine aktive Arbeitslosenversicherung beschreiben. Das bedeutet, der Schwerpunkt liegt auf Prävention von Arbeitslosigkeit und auf Beschäftigungsförderung. Daneben gibt es auf jeden Fall auch die Sicherung des Lebensunterhalts. Dafür wurden im Jahr 2018 37,59% der Einnahmen aufgewendet. Und im landesweiten Durchschnitt lag das Arbeitslosengeld bei 1.336 RMB, was ungefähr 170 Euro im Monat entspricht. Das wurde allerdings nur an 2,23 Millionen Bezieher ausgezahlt. Also das ist eine relativ geringe Zahl gemessen an der Größe des Landes und der Größe der Bevölkerung. In der Regel gibt es dadurch keine Statussicherung. Das heißt, es ist meistens nur ein also es ist deutlich weniger, als man in einem Arbeitsverhältnis verdienen würde. Die genaue Berechnung des Arbeitslosengeldes unterscheidet sich aber von Provinz zu Provinz. Und da will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Die maximale Bezugsdauer ist 24 Monate. Und ja, dann nach dem Ende des Anspruchs oder wenn man gar keinen Anspruch hat, kann man sich auch für Sozialhilfe also anmelden. Und die beträgt in den Städten oder betrug in den Städten 2018 563 RMB pro Person und Monat. Das entspricht circa 72 Euro. Und auf dem Land waren das 382 RMB, was etwa 49 Euro entspricht. Wobei da zusätzlich man noch den Anspruch auf eine Parzelle Ackerland hat, wo man sich dann Gemüse anbauen kann. Und hier gab es insgesamt 48,34 Millionen Bezieher. Also das ist sehr viel mehr als die Menschen, die Arbeitslosengeld bezogen haben. Ja, aus den Mitteln für die Sicherung des Lebensunterhalts der Arbeitslosen werden auch Beiträge für Renten- und Krankenversicherungen finanziert, sowie weitere Zuschüsse für Begräbnisse und andere Aufwendungen. Und im Jahre 2018 waren das 37,59% der Einnahmen. Ja, der Hauptteil der Einnahmen, 43,64%, wurden bezahlt für die Prävention von Arbeitslosigkeit und für Beschäftigungsförderung. Da gibt es Zuschüsse für diverse Trainingsmaßnahmen, für Zertifikatsprüfungen, für berufliche Zertifikate, Zuschüsse für Unternehmensgründungen durch Arbeitslose. Und es gibt Subventionen für Unternehmen, die stabile Arbeitsplätze anbieten, die sehr häufig die Form einer Rückerstattung oder eines Erlassens von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung annehmen. Auch diese sind von Provinz zu Provinz wieder unterschiedlich geregelt. Da gibt es eine relativ große Vielfalt. Aber das ist so im Großen und Ganzen der Hauptteil der Ausgaben. Und die Arbeitslosenversicherung erwirtschaftet seit Jahren strukturelle Überschüsse. 2018 waren das 18,77%. Das hat dem System ein bisschen Kritik eingetragen, weil also es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich eine, wenn das Geld nicht ausgegeben wird, ist es eine zu große Belastung der Unternehmen. Und es wurden auch in den letzten Jahren mehrmals die Beiträge reduziert. Ja, im Zuge der Covid-19-Krise zeigt sich so einer der zentralen Schwachpunkte des Systems und das ist, dass der informelle Sektor, wo die überwiegende Mehrheit der Menschen beschäftigt ist, eigentlich teilweise erfasst. Das merkt man bereits bei der Arbeitslosenstatistik, die offiziell, glaube ich, jetzt bei 5 oder 6 Millionen ungefähr ist und das ist aber nur ein Bruchteil der Leute, die wirklich betroffen sind. Weil da eben der informelle Sektor, also viele Selbstständige, viele Wanderarbeiter nicht erfasst werden. Und hier sind auch nur ungefähre Schätzungen möglich. Und ja, so der Stand von Mai war, dass es wohl so ungefähr 70 bis 80 Millionen Arbeitslose gibt. Davon circa 15 Millionen Wanderarbeiter, die nach dem Frühlingsfest nicht mehr zur Arbeit gekommen sind. Und da gibt es andere Schätzungen, dass ca. 200 Millionen Menschen in Frictional Unemployment sind. Also das bedeutet irgendwie zwischen zwei Jobs oder auf der Suche nach einem eher ausbildungsgerechten Job. Und hier sind auch einige der 8,74 Millionen Absolventen, die in diesem Jahr auf den Arbeitsmarkt kommen. Und die Wanderarbeiter und die Universitätsabsolventen, das sind so zwei der größten Sorgen der Regierung, also besonders stark betroffen von dieser Krise.
über die Arbeitslosigkeit hinaus gibt es noch weitere Auswirkungen. Also es gibt sehr viele Beschäftigte, die dieses Jahr mit geringeren Löhnen leben müssen, die einfach auch weniger zu tun haben, weil die Unternehmen nicht voll ausgelastet sind. Und es gibt allgemein eine höhere Unsicherheit der Beschäftigten. Das sind auch sehr breite Teile der Bevölkerung. Ja, an den Leistungen der Arbeitslosenversicherung sehen wir, dass das System hier eigentlich nur teilweise greift. Also die letzten Zahlen vom März, die zur Verfügung stehen, da gab es immer noch 2,3 Millionen Arbeitslose. Also das ist im Prinzip noch genauso viel wie in den Vorjahren. Und es wurden jetzt an 67.000 Wanderarbeiter zusätzlich Zuschüsse zum Lebensunterhalt ausgezahlt, was verglichen mit dem Umfang des Problems eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Die Regulierung für den Bezug von Arbeitslosengeld durch Wanderarbeiter wurde vereinfacht. Also diese Untergrenze von 12 Monaten, die ich vorhin erwähnt habe, die wurde etwas aufgeweicht. Und auch bei Prävention und Förderung werden im Prinzip die Maßnahmen, die ich gerade vorgestellt habe, auch weiterhin eingesetzt. Also das ist so das klassische Portfolio, was eh schon vorhanden ist, die Maßnahmen. Und wichtig ist, dass für den informellen Sektor, wo die allermeisten Menschen betroffen sind, also wo die meisten Betroffenen sind, sind eigentlich andere Maßnahmen wichtig. Da sind Fragen der Beschäftigungspolitik wichtig. Zum Beispiel werden in den letzten Monaten in den chinesischen Städten wieder stärker Straßenhändler toleriert, die zum Beispiel Raubkopien von DVDs oder sowas machen. Und das ist also eine relativ einfache Maßnahme, um Wanderarbeiter wieder in Arbeit zu bringen. Und die wurden in den letzten Jahren immer stärker zurückgedrängt. Und das wird jetzt wieder etwas gelockert. Und ja, die chinesische Regierung hat ein Konjunkturprogramm verabschiedet, von dem man sich Impulse auf dem Arbeitsmarkt erhofft. Und das sind eigentlich so für die Leute, die gerade arbeitslos sind, sind diese Maßnahmen eigentlich wichtiger als die Arbeitslosenversicherung. Also für die Mehrheit auf jeden Fall. Ja, dann gab es noch den Punkt Herrschaftslegitimation und Autoritarismus, was man dazu sagen kann. Traditionell verfolgt die Kommunistische Partei 3 zentrale Legitimationsstrategien. Dazu gehören inklusives Wirtschaftswachstum und steigender Wohlstand für die Mehrheit der Bevölkerung. Dann wird ein relativ in den letzten Jahren immer stärkerer Nationalismus zur Schau getragen. Und Autoritarismus in China wird immer so ein bisschen als Stabilitätsgarant verkauft. Also das ist so, teilweise wird das kulturell begründet, teilweise verweist man auch auf die chaotische Auflösung der Sowjetunion und die sich teilweise verschlechternden Zustände in Russland und sagt dann, ja, also wir brauchen hier stabiles politisches Regime, damit die Wirtschaft sich entwickeln kann. Und die Corona-Krise ist in dem Sinne sehr gefährlich, weil sie eigentlich so ein Lehrbuchbeispiel für autoritäres Systemversagen ist. Also das ist, kann man kurz so zusammenfassen, dass hier politische Feedback-Mechanismen nicht mehr funktionieren, insbesondere im Bereich der Seuchenkontrolle. Und das ist so in der Transitionsforschung eigentlich so ein traditionelles Problem im autoritären Regime. Und das ist jetzt, also was halt nicht funktioniert, sind die Meldesysteme. Und was nicht funktioniert, ist, dass die Zentralregierung zeitnah an die Informationen kommt, die sie braucht, um angemessen auf solche Ausbrüche zu reagieren. Das ist jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert, sondern jetzt im letzten Jahr der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest ist im Prinzip schon eine ganz ähnliche Problemkonstellation. Und das Versagen dieser Feedback-Mechanismen wird zu einer realen Gefahr für den Wohlstand der Bevölkerung. Die Schweinefleischpreise haben sich seit dem letzten Jahr fast verdoppelt und Schweinefleisch ist ein sehr zentrales Grundnahrungsmittel. Und wie ich bereits erwähnt habe, müssen auch weite Teile der Bevölkerung in diesem Jahr Einkommenseinbußen hinnehmen. Also das merken die Menschen. Und insgesamt wird dann Autoritarismus so ein bisschen vom Stabilitätsgarant zum Risiko, weil er eben für dieses Problem der Feedback-Mechanismen mitverantwortlich ist. Und weil das gefährlich ist, hat die Regierung also unter anderem deswegen sehr, sehr umfassende Gegenmaßnahmen eingeleitet. Also dazu gehört einerseits die Sozial- und Beschäftigungspolitik. Dazu gehört aus meiner Sicht auch die zunehmende Toleranz von nationalistischen Verschwörungstheorien in sozialen Netzwerken, die, man könnte das so interpretieren, ein bisschen davon ablenken sollen, dass die Leute darüber nachdenken, ob es zwischen den politischen Verhältnissen und dem vielleicht einen Zusammenhang gibt.
und es wird zunehmend auch Überwachungsstaat Zensur Repression gesetzt. War allerdings jetzt die letzten Jahre auch schon so. Problem hier ist, dass diese Strategie Gefahr läuft, politische Feedback-Mechanismen noch weiter zu verschlechtern. Und dass diese Strategien, insbesondere die dritte, mit denen man versucht, das jetzt unter Kontrolle zu halten, also insbesondere die öffentliche Diskussion, dass die an anderer Stelle wieder neue Probleme schafft, die sich dann wieder in neuen Krisen äußern. Und dass dadurch die Risiken in der Zusammenarbeit mit China tendenziell eher noch steigen könnten. Und das ist ja insbesondere vor dem Hintergrund einseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten und der Frage in der Handelsbeziehung relevant. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die weitere Diskussion. Ja, Herr Müller, ganz herzlichen Dank für diese Präsentation, die ja auch ein bisschen einordnet, wie das System denn in China so funktioniert, welche Rechte, aber auch Pflichten haben. Vielleicht noch eine Verständigungsfrage von meiner Seite, bevor ich Laurin Beresheim frage, ob da irgendwelche Rückmeldungen schon da sind. Die Regierung hatte ja versprochen, dass bis zum Jahre 2020 die Armut bekämpft sein würde. Geht es in diese Richtung oder müssen wir doch ein bisschen länger warten? Ja, das hängt sehr davon ab, wie Sie Armut definieren. Also ich bin mir sehr sicher, dass am Ende dieses Jahres ein positives Ergebnis präsentiert werden wird. Aber Armut hängt immer davon ab, wie man das definiert. Da gibt's dann bestimmte, da wird dann einfach definiert, wo liegt jetzt die Armutsgrenze. Die Leute, die drunter sind, sind arm und die Leute, die drüber sind dann auch nicht unbedingt wohlhabend. Also es gibt immer noch einen relativ großen Anteil von Menschen, die relativ knapp über der Armutslinie sind. Und ich denke, was passieren wird, ist, dass wenn das Ziel erreicht wird, dass dann einfach in absehbarer Zeit die Armutsgrenze wieder angehoben wird und dass das wieder von vorne gemacht wird. Also das Wichtige dabei ist, dass der Wohlstand allgemein steigt. Aber wer jetzt als arm oder als reich definiert wird, das ist letzten Endes immer eine politische Frage. Und das ändert sich auch alle paar Jahre. Ja, ändert sich auch in Europa gelegentlich. Dankeschön, Herr Müller. Laurin, gibt es denn Rückmeldungen, Nachfragen? Also ich gucke in die Facebook-Kommentarspalte und wir haben eine Frage in den Chat bekommen. Ja. Die Frage ist, inwiefern beeinflusst die formale Zugehörigkeit zur Stadt- oder Landbevölkerung den Zugang zu sozialer Absicherung? Ja, Herr Müller, bitte. Ja, also die Frage zielt auf das sogenannte HUKO-System oder Haushaltsregistrierung ab. Also das ist ein relativ, ja, mittlerweile schon ziemlich altes System, das ursprünglich, also ich will es jetzt nicht zu lange machen, also im Prinzip hat jeder chinesische Bürger sowas wie eine Haushaltsregistrierung, die den Haushalt entweder als ländlich oder städtisch einordnet. Wenn man eine ländliche Haushaltsregistrierung hat, dann daran hängt zum Beispiel der Anspruch auf kollektives Ackerland. Also in der Planwirtschaft wurde man früher als getreideproduzierender Haushalt eingeteilt und das hieß, dass man keine Nahrungsmittelrationen braucht. Heute ist das tendenziell eher ein Mittel zur Migrationskontrolle. Und das war vor einigen Jahren war es noch so, dass je nachdem, welche Haushaltsregistrierung man hatte, das hat bestimmt, in welches soziale Sicherungssystem man reinkommt. Das ist heute aber eigentlich eher, also das verliert zunehmend an Wichtigkeit. Also zumindest diese Stadt-Land-Differenzierung. Die Haushaltsregistrierung ist immer noch wichtig, weil sie einen auch an den Heimatort bindet. Das heißt, wenn ich jetzt aus Zentralchina komme und nach Shanghai gehe, dann komme ich in Shanghai nicht unbedingt so ohne weiteres in eine Krankenversicherung, weil die Registrierung noch irgendwo in Zentralchina ist. Das heißt, ich habe meine Krankenversicherung, meine Rentenversicherung in Zentralchina. Das kann aber sowohl auf der Stadt als auch auf dem Land sein. Also es muss jetzt nicht unbedingt daran hängen. Und wenn ich Kinder habe, dann haben die auch nicht unbedingt ein Recht, in Shanghai auf eine höhere Schule zu gehen, sondern müssen dann spätestens zur Universität, müssen die eigentlich zurück in die Provinz, wo die Haushaltsregistrierung ist. Also das ist heute so der wichtigere Teil. Die Stadt-Land-Grenze gibt es auch noch, aber die verschwindet eigentlich immer mehr.
Also bis vor wenigen Jahren gab es zum Beispiel noch eine getrennte Krankenversicherung für den städtischen Raum und für den ländlichen Raum außerhalb des formalen Sektors. Mittlerweile aber in den allermeisten Provinzen zusammengelegt, weswegen es eigentlich nur noch diese Zweiteilung gibt. Oder die ist auf jeden Fall die wichtigere. Ja, danke schön, Herr Müller. Danke schön für die wirklich sehr informative Aussagen, die Sie jetzt gerade gemacht haben. Ich denke, wir können jetzt auf Frau Antioni übergehen. Ja. Aber bevor ich Frau Antioni das Wort gebe, sage ich noch einmal allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, vor allem denen, die inzwischen dazugekommen sind. Herr Müller hat uns gerade dargestellt, wie die sozialen Systeme in China so ungefähr funktionieren, denn ganz genau kann man es auch nicht sagen, und zeigt, dass auch durchaus der Versuch da ist, ein bisschen Arbeitslosen, Krankenversicherung und sowas einzuführen in China, was allerdings nur ein kleiner Teil noch der Bevölkerung zugute kommt. Und jetzt kommen wir zu unserer zweiten Gesprächspartnerin, Frau Antioni, Reporterin, die zurzeit in Beijing arbeitet, seit Juli 2019, und diese Covid-19-Zeit jetzt auch voll erlebt hat. Sie ist da in einer ganz, ganz besonderen Zeit Reporterin geworden und Leiterin des Studios in Beijing und hat auch selber jetzt erlebt, wie das System China funktioniert. Und vielleicht können Sie uns einfach aus Ihrer Sicht mal erläutern, wie die Situation in China ist. Ja, vielen Dank auch von mir in die Runde. Genau, ich würde ja den Schwerpunkt darauf legen, dass ich quasi erzähle, wie ich es jetzt hier vor Ort in dem letzten halben Jahr wahrgenommen habe, also eher eine Einschätzung der Situation hier vor Ort, und damit eben, um ein Verständnis zu bekommen, auf welche Härten dieses Sozialsystem jetzt hier trifft und wie überhaupt diese Härten hier einzuordnen sind. Also ich bin seit einem Jahr in China, und das letzte halbe Jahr, seit Januar, ist es tatsächlich so, dass wir Peking so gut wie gar nicht verlassen können. Und das, was uns passiert, passiert natürlich auch sehr vielen anderen Menschen. Und darum möchte ich das so ein bisschen in der Chronologie erzählen, wie überhaupt die Reisebeschränkungen waren, wie Menschen wie wir, die wir berichten, aber eben sonst auch andere Menschen, die für die Arbeit an einen anderen Ort kommen müssen, auf welche Schwierigkeiten die gestoßen sind. Das Erste ist, dass es der Virus ja ausgebrochen ist zu einer Zeit, als Millionen Menschen unterwegs waren für das chinesische Neujahrfest, für das Frühjahrsfest. Und darum ein großes, großes Reiseaufkommen war und die Leute nicht, oder eben sehr viele Menschen nicht an dem Ort waren, an dem sie eigentlich arbeiten. Und das hat halt eben zu besonderen Härten geführt, weil sie nicht wieder an ihren Arbeitsort zurückkommen konnten. Wir haben das in Peking hier so erlebt, dass eben im Januar, am 20. Januar wurde hier bekannt gegeben, dass es einen Virus gibt, der von Mensch zu Mensch übertragbar ist und damit eben eine Epidemiegefahr mit sich bringt. Und am 23. Januar wurde die meisten Provinzen in eine hohe Sicherheitsstufe, oder für die galt dann eine hohe Sicherheitsstufe. Und für Peking muss man sich das so vorstellen, dass ab diesem Zeitpunkt quasi niemand mehr auf der Straße war. Und das ohne dass es eine Verpflichtung gab, dass man nicht mehr raus durfte, ohne dass es eine Anweisung gab, sondern es gab einfach nur den Hinweis, dass es eben diese hohe Sicherheitsstufe gibt und damit es besser ist, wenn man zu Hause bleibt. Auch das sage ich, weil wir festgestellt haben, dass es einfach sehr unterschiedlich ist, mit welcher Perspektive, mit welcher Brille man auf diese Geschehnisse guckt, weil wir mit unserer westlichen Brille einen ganz anderen Zugang hatten. Es war dann so, dass wir hier in einem Viertel wohnen, wo auch viele Ausländer wohnen und eben für 6 Wochen quasi keine Chinesen hier in Restaurants oder ähnliches zu sehen waren, aber halt die Westler weiterhin genauso, oder was heißt genauso, aber halt auf die Straße gegangen sind. Und darum eben
solche Härten einfach auch anders eingeschätzt werden. Also das war was, wo man eben gespürt hat, wir Westler, wir haben offenbar eben uns ist der Wert der Freiheit sehr wichtig und darum muss viel geschehen, bis wir wirklich einfach nur zu Hause bleiben, aber von auch meinen direkten Kollegen, aber eben auch sonst, was man auf der Straße gesehen hat, wurde das sehr anders eingeschätzt. Aber diese ganze Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist halt nicht nur, dass eben die Leute freiwillig zu Hause geblieben sind, wie hier in Peking, sondern auch, dass es große Schwierigkeiten gab, überhaupt eine Stadt zu verlassen. Wir durften zum Beispiel Peking nicht verlassen, da war dann wirklich Schluss. Oder von einer Stadt in die andere zu kommen, von einem Dorf ins nächste zu kommen. In der Regel waren vor jedem Dorf Absperrungen. Und man musste einen Passierschein vorweisen. Auch zwischen den Provinzgrenzen mussten Passierscheine vorgezeigt werden. Das heißt, auch so alle Arbeiter aus unserem Umfeld, die wir kannten, die zum Beispiel hier unser Studio sauber machen oder Ähnliches, dann da kamen dann halt die Nachrichten, wir können halt gar nicht unser Dorf oder unsere Stadt oder unsere Provinz verlassen und werden voraussehbar die nächsten Monate nicht zur Arbeit kommen. Das ist natürlich auch für viele Fabriken so gewesen. Das, was am besten oder am Anfang sogar das Einzige, was funktioniert hatte, war, dass wirklich staatlich organisiert Busse oder Züge eingesetzt wurden. Insofern war das, also diese ganze Bewegungsfreiheit ist eine so eine Überschrift, unter der eben die Härten hier während des Corona-Ausbruches deutlich wurden, die dann auch eben wirtschaftliche Härten werden, wenn man sich nicht von A nach B bewegen kann und nicht zur Arbeitsstelle zurück kann. Das geht quasi auch bis jetzt weiter, was eben auch zeigt, dass halt in China die Auswirkungen von Corona jetzt ein halbes Jahr lang dauern. Im Januar hat es angefangen, jetzt sind wir im Juli und immer noch ist die Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt. Von uns kann ich sagen, wir haben weiterhin keine einzige Drehreise machen können, weil die Gefahr einfach sehr groß ist, dass man an dem neuen Ort 14 Tage in Quarantäne muss. Wir könnten es uns vielleicht gerade leisten, weil das muss man selber zahlen. Wenn man zurückkommt, kann es sein, dass man wieder in Quarantäne muss. Wenn man weniger Mittel zur Verfügung hat, kann das einen ja einfach auch schon ruinieren. Außerdem gibt es eben ein sehr undurchsichtiges System, wer wohin reisen darf. Und das gilt. Es gibt sowohl Ausreisesysteme als auch Einreisesysteme, um zu sagen, man darf wegen Virusprävention hierhin oder nicht hierhin. Gerade bei der Einreise ist es besonders kompliziert, weil da kann eine Provinz eine Regelung haben, die dann aber von einer Stadt in dieser Provinz wieder anders ausgelegt wird, von einem darunterliegenden Distrikt wieder anders ausgelegt wird. Und dann ist die Frage, ob das Hotel, in das man dann in dieser Distrikt will, nicht aber dann nochmal eine andere Auffassung hat, wie jetzt die Viruspräventionsregeln sind. Darum, jedes Sozialmodell, jedes Wirtschaftsmodell lebt davon, dass man sich bewegen kann. De facto kann man sich in China seit einem halben Jahr nur sehr, sehr schlecht bewegen. Also ich mag nicht sagen, nicht bewegen. Wir haben uns de facto nicht bewegt. Das zweite Oberthema ist die ganze Überwachung, die einhergegangen ist mit dem Virus und mit der Virusbekämpfung. Das fing auch am Anfang so an, dass man sich quasi, wenn man sich bewegen wollte, dann musste man immer einen Passierschein eben vorzeigen und das geht bis hin zu jedem Wohnanlage, wo man einen Passierschein vorzeigen muss, der einen dafür ausweist, dass man dort wohnt, beziehungsweise eben dadurch, dass manchmal ganze Straßen wie eine Wohnanlage, also letztendlich ist es halt das Nachbarschaftskomitee, was entscheidet, manchmal
ist diese Nachbarschaft eine Wohnanlage, manchmal ist die Nachbarschaft ein kleines Viertel oder eben in Peking diese Hutong-Gebiete. Das heißt, dass man manchmal in ganze Gebiete gar nicht reinkommt, weil man eben nicht diesen Passierschein vorzeigen kann. Am Anfang war das eben überraschend undigital, weil das halt alles so kleine Zettelchen waren, die man in die Hand gedrückt bekommt. Inzwischen ist das eine App, die man überall vorweisen kann. Herr Müller lächelt immer so, weil er sich das wahrscheinlich alles sehr gut vorstellen kann. Weil man kommt sich manchmal halt so ein bisschen wie in so einem Irrsinn vor. Inzwischen braucht man halt wirklich überall eine App. Selbst wenn man zum Beispiel einen Kaffee einkaufen gehen will, muss man eine App vorzeigen, die einem dann einen Code gibt. Und der muss grün sein. Wenn er orange oder rot ist, heißt das, dass man nicht weiterkommt, aber dass man im Zweifel dann müsste man in häusliche Quarantäne oder rot unter medizinische Beobachtung. Und manche haben dann auch einen Anruf von der Polizei bekommen, weil offenbar so viel die Daten dann auch verknüpft sind. Eben diese App muss man wirklich überall vorzeigen. Also quasi die kleinste Einheit ist das Café. Aber ansonsten, wenn man halt in eine Einrichtung geht, wenn man in ein Krankenhaus geht, zum Arzt geht, teilweise auch nur in eben Seitenstraßen und ähnliches. Das ungütige Gefühl jetzt vor allem eben wieder aus unserer Perspektive ist, dass es eine Blackbox ist, welche Daten da zusammenlaufen, welche Daten dort ausgewertet werden. Manche waren dann so verzweifelt, weil sie eben doch dann vielleicht mal die Stadtgrenze verlassen haben, sich die App dann auf rot geschaltet hat, dass sie die App einfach gelöscht haben und dann eine neue Nummer, also statt der Passnummer die Telefonnummer eingegeben haben und überraschenderweise war es dann grün. Also insofern sagt das, war quasi dann auch wiederum überraschend, wie wenig offenbar ausgefeilt diese Methode ist, wobei man natürlich sagen muss, dass es einfach in China so wahnsinnig wenig Ausländer gibt und die ganzen Systeme halt so ausgerichtet sind, dass sie halt auf die chinesischen ID, Personalausweis hinauslaufen und darum sicherlich einfach für Ausländer, für die wenigen Ausländer, die es hier gibt, eben keine Relevanz haben. Aber eben über der Überschrift Überwachung kommt eben auch hinzu, dass die Zensur hier sehr stark hochgefahren wurde. Wir haben das aus unserer Arbeit stark gemerkt, dass wir bei Interviewanfragen öfter die Rückmeldung bekommen haben, dass das einfach zu riskant ist, ein Interview zu geben. Mehrmals war es so, dass nach unserer Interviewanfrage die Personen von der Polizei kontaktiert wurden und sie darauf hingewiesen wurden, dass das Risiken mit sich bringt und wir darum eine Interviewabsage bekommen haben. Was eben halt, wir können unserer Arbeit nicht nachgehen als Journalist, die Zeitungen werden umso mehr zensiert, aber eben auch das Narrativ gesteuert. Herr Müller hatte das auch schon angesprochen. Wir hatten das extrem gemerkt, wie gerade in dieser Zeit März quasi die Stimmung nochmal schwankte, dadurch, dass halt Januar, Februar Kritik auch am Regime deutlich wurde in der Bevölkerung, weil schon den meisten klar war, dass am Anfang nicht gut reagiert wurde, aber dann eben im März der Virus immer mehr nach Europa schwappte und damit hier das Regime einfach dieses Narrativ, wir haben es jetzt im Griff bekommen, die anderen, die westlichen Demokratien kriegen es nicht in Griff, auch schriftlich festgehalten wurde von Xi Jinping, dass eben China das bessere Modell ist, eben nach dem Motto, wir schaffen es, die anderen nicht. Und das einfach auch so das Narrativ ist, was jeder jetzt verstanden hat, das ist das Narrativ, insofern ein Interview zu geben, wo jetzt kritische Punkte angesprochen werden, birgt damit halt für jeden unserer Interviewpartner hier im Land ein hohes Risiko. Und darum wird eben sowas
alle Fragen, wie tatsächlich es den Wanderarbeitern jetzt auf dem Land geht, wie es gibt 550 Millionen Menschen, die haben überhaupt keine Rücklagen, wie es denen geht nach all dem, was ich gerade beschrieben habe, wie wenig Möglichkeiten es jetzt gibt, Gelder überhaupt Einnahmen zu haben. Oder was mich auch sehr interessieren würde, die 60 Millionen Kinder, die sogenannten Left Alone Children, die auf dem Land bei ihren Großeltern leben, während die Eltern Wanderarbeiter sind, die halt meistens quasi das ganze Jahr über getrennt sind, aber die davon leben, dass die Eltern Gelder zurück nach Hause schicken. All das sind Fragen, die würden uns sehr interessieren, aber alleine schon da Aussagen von Quellen aus erster Hand zu bekommen, würde für die Person große Risiken mit sich bringen. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank. Das war jetzt sehr eindrücklich, auch mal zu hören aus dem eigenen Erleben, wie die Situation ist und vor allem, wie schwierig es ist, auch die Informationen zu erhalten, die eigentlich notwendig wären, um sich wirklich ein tatsächliches Bild zu machen, wie die Situation denn tatsächlich ist. Und das macht es natürlich. Und wir Politiker sind ja eigentlich auch davon abhängig, dass wir auch von Ihnen zum Beispiel diese Informationen erhalten. Und da sehen wir, wie problematisch das Ganze ist. Jetzt muss ich aber erstmal Laurin Beresheim fragen. Gibt es da noch Fragen der Verständigung, oder? Verständigungsfragen direkt nicht. Nein. Nicht, nein. Okay, dann komme ich gleich nochmal auf dich zurück, um nach den Fragen zu stellen. Aber vielleicht hat Herr Müller noch das eine oder andere, das er dazu sagen möchte, zu dem, was er gehört hat, und die eine Einschätzung geben. Ja, also im Ganzen fand ich das einen sehr interessanten Bericht, gerade zu den Kindern im ländlichen Raum. Also wirklich Forschung gemacht dazu habe ich keine, aber es ist klar, wenn das Einkommen wegfällt, dann kann es natürlich passieren, dass so Sachen wie Schulbesuch ab einer gewissen Jahrgangsstufe dann gefährdet ist. Also theoretisch sollte das bis zur 9. Klasse umsonst sein und danach muss man dann bezahlen. Und wenn das natürlich dann an den Einkommen aus Wanderarbeit oder sowas hängt, dann kann das natürlich schon passieren, wenn man keine Rücklagen hat, dass man zum Beispiel die Kinder aus der Schule nehmen muss. Habe ich jetzt auch nicht genau geguckt, ob es da Maßnahmen dagegen gibt oder. Ja. Vielleicht von mir eine Verständnisfrage. Wanderarbeit, das ist ja ein Begriff, den wir in unseren Staaten ja weniger kennen, obwohl wir haben auch Saisonalarbeiter und so, könnte man vielleicht vergleichen. Das hat doch auch eine gewisse Tradition in China. Das ist ja nicht etwas, das neu gekommen ist, sondern dass es wohl auch schon länger gibt. Oder habe ich da einen falschen Eindruck? Das kommt, würde ich sagen, auf die Perspektive an. Also während der Planwirtschaft so unter Mao gab es das eigentlich nicht so viel. Also da war das sehr, sehr streng kontrolliert. Da konnte man sein ganzes Leben mehr oder weniger im selben Dorf oder in derselben kleinen Stadt verbringen. Das ging wieder los mit den Wirtschaftsreformen nach 1979. Also um es kurz zu machen, die Landwirtschaft ist einfach wesentlich effizienter geworden, als man zum haushaltsbasierten Landwirtschaft zurück ist. Weil vorher gab es diese Kollektive, die oft nicht so gute Anreizstrukturen hatten. Und dann gab es in den 80er Jahren, 90er Jahren einen großen Überschuss an Arbeitskräften auf dem Land, die eigentlich für die Landwirtschaft nicht mehr gebraucht wurden. Und gleichzeitig setzte in den Küstenprovinzen so langsam die Exportwirtschaft ein und dann sind eben immer mehr Leute in die Küstenprovinz gegangen und haben da angefangen, ihr Geld zu verdienen. Und das ist in den 2000ern ist das so eigentlich fast schon so eine Art Transitionsritus für die ländliche Jugend geworden, dass man irgendwann einfach von zu Hause weggeht und ein bisschen eigenes Geld verdient. Und Vielleicht an Frau Anthony noch eine Frage. Als ich vor ein paar Jahren in China auch mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Parlament gesprochen habe und auch diese Diskussion hatte darüber, wie sieht es aus mit der Wanderung zwischen Land und Stadt? Das ist ja auch eine Frage, die Herr Müller gerade auch angesprochen hat, dass mit dem Huku natürlich durchaus
da Mechanismen da sind, um das zu regulieren, haben sich meine chinesischen Kollegen damit gerühmt, dass es ein Instrument sei, um zu verhindern, dass wie in der westlichen Welt Slums entstehen, weil dann eben nicht so viele Menschen aus dem Lande in die Städte kommen können, ohne dass sie da Arbeit oder so etwas hätten. Macht sich das so bemerkbar oder wie würden Sie das einschätzen, Frau Anton? Also Herr Müller, korrigieren Sie mich, aber also das, es gibt ja eben trotzdem die Zuwanderung in die Städte und da hat eigentlich und dort kriegen die dann aber eben nicht diese Rechte. Also ich finde, das ist ein bisschen euphemistisch, das jetzt so positiv zu bewerten, dass man die Leute dann trotzdem in die Städte lässt, aber ihnen halt keine Rechte gibt. Und ja, also es gibt keine Slums, aber also ich finde, es ist kein Lösungsansatz. Darum bin ich so ein bisschen... Ja, ist für mich auch kein Lösungsansatz, deswegen habe ich auch nachgefragt. Ja. Also, ich denke, dass das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich meine, China hat riesengroße Städte und man kann sich da über weite Strecken sicher bewegen. Also, wenn man das mit Lateinamerika oder mit Südafrika oder so vergleicht, dann ist da schon ein Zugewinn an Sicherheit. Aber der geht natürlich mit größerer staatlicher Kontrolle einher. Das ist eines. Das zweite ist, also aus meiner Sicht ist das teilweise auch so entstanden oder hat sich so zementiert, weil die lokalen Regierungen gegenüber ihrer Lokalbevölkerung auch eine gewisse, wie sagt man, Akzeptanz für Migration damals herstellen mussten. Also in Städten wie Shanghai sind ja extrem viele Leute in extrem kurzer Zeit von außen gekommen. Und das, damit das die lokale Bevölkerung akzeptiert, sahen sich die Stadtregierungen da so ein bisschen genötigt, die auch ein Stück weit zu privilegieren. Und dazu gehört, dass eben die Leute, die von außen zuwandern, erstmal keine Haushaltsregistrierung kriegen. Und dann gibt es da diverse Arrangements. Aber die haben nicht so ohne weiteres einen Zugang zum formalen Arbeitsmarkt, wo es dann auch höhere Löhne gibt. Die wohnen sehr häufig. Also zum Beispiel in den Außenbezirken von Shanghai sind Dörfer dann komplett verstädtert und die ehemaligen Dorfbewohner haben dann einfach aus ihren alten Grundstücken, haben da Mietskasernen hochgezogen, in denen Wanderarbeiter zur Miete wohnen und sind Landlords geworden. Also da profitieren dann alle davon. Das ist so ein Arrangement, wie man eben einen politischen Kompromiss schafft, der es erlaubt, dass sich so eine Region in kürzester Zeit extrem urbanisieren kann, ohne dass es dabei zu Ausschreitungen oder zu Problemen mit der lokalen Bevölkerung gibt. Und ich glaube, auch jetzt mit den wirtschaftlichen Krisen hat das System, so wie es ist, einen Vorteil, weil man eben jetzt durch die Wanderarbeit jetzt nicht, also der Großteil der Arbeitslosen, die sind jetzt nicht alle in den Städten konzentriert, sondern die sind zum Teil über das Land verteilt und das ist aus Perspektive der Regierung einfacher zu managen. Weil das Potenzial für Unruhen oder Aufstände ist wesentlich geringer, wenn in jedem Dorf nur ein paar Arbeitslose wohnen, als wenn die allesamt, weiß ich nicht, im oder in Shanghai oder im Shanghaier Raum versammelt sind und sich da dann, wenn dass sich dann die sozialen Probleme konzentrieren. Also das hat aus Sicht der Regierung ein paar ganz klare Vorteile, aber es ist in letzter Hinsicht ist es natürlich ein diskriminierendes System. Also das ist total diskriminierend und geht auch auf die Kosten der Freiheit der Menschen. Das ist eben eines der Dinge, die wir als Westler nicht akzeptieren. Ja. Laurin, wie sieht's aus mit Fragen? Also ich sehe, wir haben jetzt vier Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt mal die Zeit reichen würde, die einzeln erstmal. Wenn dann mehr kommen, würde ich die dann bündeln irgendwann. Ja. Ich würde anfangen mit einer Frage, die uns über Facebook erreicht hat, nämlich wie beeinflusst das in den deutschen Medien viel besprochene Social Scoring System in China die soziale Absicherung der Menschen? Ich denke, die Frage geht dann beide Gäste. Wer möchte anfangen? Beide nicken, also beide haben was zu sagen.
Frau Antoni, ich fange Herrn Müller. Herr Müller mit der Theorie, vielleicht kann ich von der Praxis. Also Herr Müller dann. Ja, also ich sage gleich mal voraus, ich habe mich jetzt mit dem Thema spezifisch nicht befasst, deswegen kann ich da nur Vermutungen anstellen. Also ich würde mir vorstellen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt ein besonders schlechtes soziales Scoring kriegt, wenn man jetzt was, insbesondere was gemacht hat, was politisch sensitiv ist, dass das dann auch Probleme für den Bezug von Sozialleistungen mit sich bringen kann. Wir sind jetzt aber keine Fälle bekannt, in dem jetzt spezifisch das soziale Scoring für sowas verantwortlich gewesen wäre. Aber ich würde mal vermuten, dass das irgendwann, also wenn es jetzt noch nicht so ist, irgendwann zu sozialen Sanktionsmaßnahmen dazukommen wird. Ja, also wir hatten eigentlich eine Dokumentation geplant, auch mit einem Schwerpunkt zu diesem Thema. Das mussten wir jetzt leider verschieben wegen Corona. In dem Zusammenhang haben wir uns damit befasst und quasi unsere Art, uns mit den Themen zu befassen, ist ja, dass wir dann halt auch schauen, welche Tatbestände gibt es, die eben, wo es überraschende Fälle gibt. Und überraschende Fälle sind dann ja eben solche Sachen, wo wir aus unserer Perspektive denken, warum wird jemand wegen einer politischen Tat oder wegen einem eben Sozialkreditsystem, heißt es ja, also wegen irgendetwas, was in seinem sozialen Umfeld passiert, dafür, warum wird das aufgenommen und für andere Sachen als Bestrafung genutzt. Und letztendlich ist es so, dass es halt, also dass wir letztendlich nur eine Handvoll von solchen Fällen gefunden haben und nicht nur jetzt Einzelfälle, sondern auch von Systemen, die so angelegt sind, weil das Sozialkreditsystem ist ja was, was immer noch in der Entstehungsphase ist und es gibt einfach sehr viele Regionen in China, wo das ausprobiert wird und es gab halt eine Phase, wo manche Regionen sehr stark auf diesen sozialen Aspekt gesetzt haben und darum eben solche Sachen wie man besucht seine Eltern, seine alten Eltern nicht und bringt denen nichts zu essen vorbei, macht einen Eintrag im Sozialkreditsystem und so weiter. Das waren aber einfach Modellprojekte und die wurden dann auch ganz offiziell als eben nicht das gewünscht, als nicht das gewünschte Modell abgetan. Und alles, was wir jetzt gesehen haben, geht in die Richtung, wie eher sowas wie die Schufa ist. Also wo wirklich Dinge aus dem Bereich des finanziellen Lebens dann wiederum genutzt werden, um zu bestrafen oder zu belohnen Dinge aus diesem Bereich. Oder es sind wirklich ganz, ganz große Kleinigkeiten, wie dass man irgendwie nicht für Blutspenden einen Punkt kriegt und dann hat das den Vorteil, dass man sich in der Bibliothek ein Buch leihen kann, ohne 50 Euro zu hinterlegen oder also so Kleinigkeiten, wo ich jetzt denke, okay, das ist jetzt irgendwie aber unterhalb der Berichterstattungsschwelle. Insofern und zu der Zeit auch, das war irgendwie so Herbst letzten Jahres, wurde auch deutlich gemacht, dass China noch daran ist, dieses System zu erarbeiten und man hatte das Gefühl, dass es jetzt auch noch nicht wirklich eine Linie gibt, wie es gemacht werden soll und darum alle Prozesse erstmal so ein bisschen auf Hold sind. Was wir jetzt allerdings mit Corona und den Folgen von Corona gesehen haben, ist, dass es halt ja eben nicht nur eine Health-App, Gesundheits-App gibt, die wir halt jetzt hier immer in Peking benutzen, sondern es gibt halt, also man muss für mich unendlich erscheinend viele unterschiedliche Apps. Das ist dann pro Region, also pro Provinz, aber teilweise dann auch innerhalb von Provinzen nochmal unterschiedliche. Dann gibt es auch eine auf staatlicher Ebene, aber dann gibt es halt auch, wenn wir hier gegenüber in das Einkaufszentrum gehen, nochmal eine andere. Und dann gibt es welche, die mit den Mobilfunkanbietern zusammenarbeiten und dann eben die Mobilfunkdaten abfragen, um zu wissen, wo man war. Und ähnliches. Und da gibt es eine Tendenz jetzt, dass eben halt diese
weil die hat jetzt jeder. Jeder hat jetzt eben so eine Gesundheits-App und das ist quasi wie der Ausweis, um sich hier zu bewegen. Und da gibt es jetzt eine Tendenz, dass man in dieser Gesundheits-App eben auch mehr Informationen zusammentragen kann zum Thema Gesundheit. Und dadurch, dass das hier halt totaler Alltag geworden ist, also selbst für uns ist es einfach Alltag geworden, dass wir überlegen, wenn wir irgendwo reisen, wie wird sich unsere Gesundheits-App verhalten, dass eben halt ich mir gut vorstellen kann und es eben diese Tendenzen gibt, dass auf dieser Gesundheits-App oder einer Gesundheits-App dann noch mehrere Daten zusammengefasst werden und das dann eben quasi der zweite Ausweis wird, um sich im Land zu bewegen. Und das birgt natürlich quasi je nach Brille Potenzial oder Gefahr, weil das halt akzeptiert, also weil das quasi so viele Vorteile hier aus hiesiger Sicht hat, ist es schon total akzeptiert. Es ist quasi leicht vermittelbar als was Positives für alle, leicht vermittelbar, weil es hier immer wieder auch hervorgehoben wird, dieser wir sind ein Kollektiv und darum geht es nicht darum, was ist der Einzelne, sondern eben man muss auch die Leute um sich herum schützen und darum über diesen Gesundheitsaspekt jetzt so ein quasi Social Scoring-artiges einzuführen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eher jetzt so das Neue ist und in Zukunft sein wird. Ja, mit all den Problemen, die damit verbunden sind, dass man dann nicht weiß am Ende, wo sind die Daten, wo werden sie gespeichert und was wird mit diesen Daten dann alles angestellt. Und das sind eben die Fragen, die sich stellen. War ja auch eine wichtige Frage in der Diskussion in der Europäischen Union, auch in Deutschland, als die sogenannte Corona-App installiert wurde. Wurde auch lange diskutiert, bis dann beschlossen wurde, dass die Daten auf dem Handy der Person verbleiben. Das ist aber auch nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall. Und auch in der Europäischen Union haben wir das Problem, wir haben eine deutsche App und dann gibt es die französische, die belgische, die spanische und so weiter und so fort. Also es ist nicht ein nur in China bestehendes Problem, aber es gibt, glaube ich, dennoch einen großen Unterschied, ist eben, was geschieht dann am Ende mit diesen Informationen und wie werden sie genutzt und wie werden sie auch genutzt, um auch wieder Kontrolle über die Personen zu erhalten. Das ist etwas, das man einfach, glaube ich, befürchten muss. Ja. Gibt es noch mehr Fragen? Ja. Ich würde tatsächlich auch anfangen, vielleicht ein paar Fragen zu bündeln, zumal jetzt hier drei Fragen sind, die ja, zusammenhängen mit der Antwort auf die Corona-Pandemie. Eine Frage kommt hier aus dem Chat von einem Teilnehmer, nämlich hat die chinesische Zentralregion bereits Konjunkturpakete auf den Weg gebracht? Fragen, die auch zur Covid-Pandemie gestellt worden sind im Facebook-Chat, sind inwiefern ist die Lebensmittelversorgung gerade in den sehr abgeriegelten städtischen Regionen sichergestellt? Und eine dritte auch sehr interessante Frage ist, gibt es in China eine Mehrklassenmedizin verglichen mit der Zweiklassenmedizin in Deutschland? Wie gut hat sich das chinesische Gesundheitssystem an die Corona-Ausbrüche angepasst? Und wir haben noch eine vierte Frage, die jetzt aber zu einem anderen Thema ist, die würde ich vielleicht danach nochmal einbringen. Okay, gut. Dann beantworten wir erstmal diese Fragen, soweit es möglich ist. Wer von Ihnen möchte jetzt da anfangen? Dann sage ich Herr Müller. Okay, dann fange ich mal mit der Mehrklassenmedizin an. Also ja, kann man so sehen. Also im Wesentlichen sind, ich fange mal mit den Medikamenten an. Also wir sind ja in Deutschland eigentlich gewohnt, dass die meisten Medikamente irgendwie sowas wie einen klaren Qualitätsstandard haben. Und da geht man eigentlich davon aus, dass das, was auf den Markt kommt, eigentlich alles soweit in Ordnung ist, wirksam. Und da gibt es dann vielleicht auch ein bisschen teurere, ein bisschen billigere, aber so die Unterschiede sind nicht so groß. Während in China ist das tendenziell eher so wie andere Konsumprodukte. Da gibt es billige, mittlere und teurere. Und die chinesische Pharmaindustrie ist so im Gegensatz zu dem, was man im Westen kennt, sind das nicht wenige Großkonzerne, sondern eher viele kleine und mittelgroße Unternehmen,
die sich über diverse Provinzen verteilen, wo es auch einen relativ starken Protektionismus der Provinzregierungen gibt. Und ein Resultat davon ist, dass es zumindest nach meinem letzten Kenntnisstand nach wie vor keine national verbindlichen, einheitlichen Qualitätsstandards gibt. Und deswegen jede Menge Produkte, wo durchaus auch welche dabei sind, die teilweise gar nicht wirksam sind oder die, früher gab es Medikamente, die tatsächlich auch gefährlich waren, die teilweise nach schlechten Sicherheitsstandards produziert sind und gleichzeitig eben andere Sachen, die so als, wie sagt man, als ja, Luxuskonsumprodukt angeboten werden. Und es gab vor einigen Jahren sogar mal Studien, die belegt haben, dass die Leute, die mehr Geld in ihre Behandlung investieren, auch schneller wieder gesund werden. Bei Krankenhäusern ist es ähnlich. Also es gibt eben so die meisten Menschen gehen in öffentliche Krankenhäuser, die überwiegend in den Städten sind. Es gibt dann zusätzlich noch so Gemeindekliniken oder in den Nachbarschaftsvierteln in den Städten kleinere Kliniken. Die werden, soweit ich das weiß, eigentlich immer weniger frequentiert, weil die ein Problem haben, qualifizierte Ärzte zu rekrutieren, unter anderem. Also da arbeiten dann häufig Leute, die, sagen wir jetzt, keinen Universitätsabschluss haben, sondern nur einen Berufsschulabschluss, oder in den Städten auch häufiger mal zum Beispiel Frauen, die jetzt eigentlich schon in Rente wären, die vorher Ärztin waren und sich dann quasi so nach dem formalen Renteneintritt noch was dazu verdienen. Und das ist so, also da gehen immer weniger Menschen hin. Und es gibt auch einen privaten Sektor, der relativ breit gestreut ist. Da sind sowohl internationale Krankenhäuser, die dann insbesondere für Expats recht teure Leistungen bereitstellen. Und dann gibt es aber auch so Privatkrankenhäuser, die sich auf Wanderarbeiter zum Beispiel spezialisieren, die das dann relativ billig machen. Und da gibt es eine extrem große Spannweite, die sich sehr stark an der Zahlungsfähigkeit orientiert. Ja, und dann würde ich mal, ja, mal abgeben. Gut, ja. Ja, Frau Antoni, wie ist Ihre Erfahrung in diesem Bereich? Wir hatten mal einen Beitrag gemacht über Leute, die auf dem Land wohnen und den grauen Star haben und sich eben nicht die ärztliche Behandlung leisten können, weil eben das Problem ist, dass sie so hohe Zuzahlungen machen müssen, und wenn sie nicht in dem Bereich zum Arzt gehen, in dem dann sie gemeldet sind, dann bekommen sie gar keine, also müssen sie alles aus eigener Tasche zahlen. Insofern hatten wir das sehr eindrücklich erlebt, einfach wie jemand, der halt so einfach nur das Nötigste braucht, wie einmal eine kleine OP, die dann halt ermöglicht, dass die Person weiterarbeiten kann, dass das dann einfach schon nicht machbar war. Genau, aber und dann wollte ich nur noch zum Konjunkturprogramm auch noch was sagen. Der Nationale Volkskongress hat ein Konjunkturprogramm beschlossen, wobei das viel kleiner ausgefallen ist, als man ursprünglich geplant hatte. Also hier wird ja dann immer mit Milliardenbeträgen jongliert, aber vielleicht was hilft, das so ein bisschen in eine Perspektive zu setzen, ist, dass 2% des Bruttosozialproduktes waren, was als Konjunkturprogramm ausgegeben wurde, und dass demgegenüber bei der Finanzkrise 2009 das 12% waren, die als Konjunkturprogramm ausgegeben wurden. Das ist quasi sehr vielschichtig. Das sind solche Sachen, die sehr unkompliziert sind, wie zum Beispiel, dass die Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge erstmal nicht gezahlt werden müssen und darum gar nicht erstmal eingezogen werden, was halt einfach sehr unkompliziert auch funktioniert. Das sind Mehrwertsteuerpunkte, aber es sind halt eben auch, und da geht offenbar das große Geld rein, einfach riesige Konjunkturprogramme im Sinne von, jetzt wird, also das neue Programm ist, den Westen erschließen, und da wird halt jetzt viel Geld in Autobahnen, in Schienen oder ich weiß nicht was, und also quasi in Beton investiert. Das ist offenbar halt auch so die Tradition, dass halt eben das eine Möglichkeit ist, viele Arbeitsplätze, viele Wanderarbeiter irgendwo einzusetzen und damit erstmal halt auch was zu schaffen, was
Infrastruktur ist, was damit auch potenziell eine Zukunft hat. Wobei halt es jetzt bei diesem Konjunkturprogramm und dieser Westerschließung halt doch viel Kritik gibt, nicht nur, weil es ökologisch auch sehr fragwürdig ist, jetzt da noch in solche sehr traditionellen in Baustellen zu investieren, aber eben auch, weil jeder quasi die neu erschlossenen Kilometer, deren Rendite ist halt nicht mehr so wie halt die neu erschlossenen Kilometer noch vor 10 Jahren. Ja, danke schön für diese Antworten. Ich muss jetzt so langsam auf die Uhr schauen. Das ist so interessant, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie die Zeit zergeht. Aber Laurin, du hattest, glaube ich, noch eine Frage im Petus. Also die sollten wir jetzt nicht einfach liegen lassen. Ja, wir hatten eine letzte Frage, die jetzt nicht direkt zur Sozialpolitik, aber die durchaus interessant ist. Die Frage, wie sieht die Bevölkerung in China die Situation in Hongkong? Ja, eine wichtige aktuelle Frage tatsächlich. Vielleicht Frau Antonie, falls Sie wollen. Kann ich mal anfangen? Hongkong beschäftigt uns ja jetzt seit einem Jahr sehr stark und die Chinesen auch seit einem Jahr sehr stark. Am Anfang, also so die Proteste im Juni und Juli wurden noch hier in Festlandchina sehr runtergespielt. Also da konnte man sehr wenig darüber lesen. Da war offenbar der Eindruck, dass das eine Phase ist, die vorbeigeht, ohne dass man sie überhaupt in den offiziellen Medien in Festlandchina irgendwie unterbringen muss. Die Berichterstattung hat eigentlich dann, wobei, sie hat angefangen, die Berichterstattung in Festlandchina, als der Legislativrat in Hongkong besetzt wurde durch eine Demonstration und damit dann in Festlandchina quasi die Berichterstattung, die Überschrift, das Narrativ der Berichterstattung eben hier die Chaoten in Hongkong war. Und dadurch, dass mein Gefühl ist, dass in Festlandchina man da auf quasi einen geebneten Boden mit so einer Berichterstattung fällt, ist das auch sehr erfolgreich gewesen. Auch so einfach so aus meinem Umfeld, auch dem näheren Umfeld, wenn ich dort mit Chinesen spreche, ist schon sehr das Gefühl, dass ein Verständnis völlig fehlt für Leute, die auf die Straße gehen, um für ihre abstrakten Rechte zu kämpfen. Also es gibt ja schon eben Demonstrationen in China, aber das sind eben Demonstrationen dafür, dass halt die Abwasseranlage nicht ihr Abwasser in dieses Dorf leitet oder eben also viele so rund um Umwelt gelagerten Sachen, die aber halt jetzt sehr konkret immer sind für den Einzelnen. Und mein Gefühl war, dass es einfach schon das Verständnis, die Möglichkeit, sich in jemanden hineinzuversetzen, der für so etwas Abstraktes wie persönliche Freiheiten auf die Straße geht und dafür viel riskiert, habe ich jetzt aus meinem chinesischen Umfeld eben gar nicht mitbekommen. Insofern ist es sozusagen, ist auch dann einfacher für das, für die Medien, also die alle sind ja staatliche Medien hier, mit einem selbstgesetzten Narrativ da anzusetzen, weil eben halt null Empathie quasi vorhanden ist. Und dieses Narrativ ist eben eindeutig, das sind Chaoten. Später waren es dann eben halt auch Terroristen. Und damit wurde halt der Boden geebnet dafür, das, was jetzt gekommen ist, eben das Sicherheitsgesetz, dass halt hier es ein großes Verständnis dafür gibt, dass man die Dinge nicht so weiter geschehen lassen kann und dass nicht etwa es eine Möglichkeit gewesen wäre, dass die Regierung auf die Bevölkerung zugeht, sondern dass eben das Chaoten sind, die muss man in den Griff bekommen und dann muss man eben ein Gesetz, dann muss eben ein Gesetz her, was jetzt da durchgreifen kann. Ja.
Ja, das ist leider so. Herr Müller, wollen Sie noch was hinzufügen? Ich würde vielleicht noch kurz was zu dem Punkt Lebensmittelversorgung sagen, weil wir das gerade so ein bisschen übergangen haben. Also, ja, genau, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie, also im Moment ist die Lage, glaube ich, ein bisschen angespannt, wobei ich nicht glaube, dass insgesamt es Versorgungsprobleme intensiverer Natur gibt. Aber einerseits gab es natürlich letztes Jahr die Schweinepest. Das heißt, Schweinefleisch ist ein bisschen knapper geworden und ist teurer geworden. Und das ist so schon mal ein Grundproblem. Und es gab auch Berichte, dass jetzt zum Beispiel gerade im ländlichen Raum Bauern zunehmend auch auf andere Arten von Fleisch ausweichen, weil halt einfach die am unteren Ende der Einkommenshierarchie stehen und da merkt man es dann halt am deutlichsten. Und so was ich während des Lockdowns in Wuhan und kurz danach gelesen habe, war es wohl auch ein Problem, dass da die Lebensmittel teurer gewesen sind oder geworden sind, während die Stadt abgeriegelt war. Also das hat schon einen Effekt und das war auch ein Punkt, mit dem am Ende relativ viele Leute unzufrieden waren. Und jetzt hatten wir kürzlich noch die Geschichte, dass das irgendwie der importierte Lachs aus Norwegen angeblich mit Coronaviren verseucht sein soll. Ob das stimmt oder nicht, ich glaube es ja eigentlich nicht, aber das Problem ist eben dann, was die Konsumenten glauben. Also, und das ist halt eben auch in dem Bereich Proteine. Also wenn die Leute, weiß nicht, wenn das Schweinefleisch knapp wird und wenn man dann auch keine importierten Sachen mehr essen will, dann stellt sich irgendwann natürlich schon die Frage, wo das alles herkommen soll. Aber so mit dem kenne ich mich jetzt. Ja, dann bedanke ich mich für die Antworten. Wie gesagt, ich muss auf die Uhr schauen und stelle fest, wir haben schon länger geredet, als wir eigentlich vorhatten. Aber es ist ein gutes Zeichen dafür, dass es ein extrem interessantes Format war, sehr interessante Gespräche, sehr schönes Dialog. Und obwohl ich auch ständig mit den Fragen China zu tun habe, habe ich heute auch wieder enorm viel dazugelernt. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Aber bevor ich abschließe, möchte ich Ihnen doch noch die Gelegenheit geben, einen letzten Satz, was ich noch unbedingt loswerden wollte, was gar nicht gefragt worden ist, was unheimlich wichtig ist. Bitte schon, Herr Müller, gibt es so einen Satz, den wir Sie noch loswerden wollen? Nee, ich glaube nicht. Okay, danke schön. Frau Antoni? Frau Antoni, auch nicht? Ich würde jedem empfehlen, mal nach zu kommen und ein eigenes Bild zu machen, weil eben von hier dann alles dann nochmal anders einzuordnen ist, als man das mit einer Perspektive von Westen überhaupt erklären und sehen kann. Ja, ich muss sagen, das ist tatsächlich so. Vorhin habe ich auch einen kleinen Satz gesagt, der Sie zum Lachen gebracht hat. Diese Pandemie, diese Situation in China zeigt auch, und das, was auch bei uns in Europa in viel weniger schlimmen Art und Weise, diese Bewegungsunfreiheiten zeigen doch den Wert der Freiheit. Ja. Und ich denke, das ist etwas, das wir auch aus diesem Gespräch heraus mitnehmen sollten, dass wir achten sollten, was wir in unserer Europäischen Union an Freiheiten haben und dass dieses ein enorm großes Gut ist, dass wir viel mehr wertschätzen sollten, als wir es gelegentlich tun. Und damit möchte ich mich auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Antoni, bei Ihnen, Herr Müller. Es war für mich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich bin sehr froh, dass ich dieses organisiert habe. Ich bedanke mich bei Laurin Beresheimer, der uns das ganze Technische im Hintergrund mit versorgt hat. Und ich wünsche Ihnen noch weiterhin gute Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste. Und weiterhin Frohsinn in Ihrer Arbeit und dass Sie uns weiterhin so viele Informationen weitergeben können, wie es nur geht. Davon leben wir in der Politik, in der Gesellschaft und das ist eben ein schönes. Dankeschön und auf Wiedersehen. Vielen Dank auch. Gerne. Ja, von meiner Seite auch und beste Wünsche auch zurück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.